Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit Freddy. Ich habe auch eine Daily Quest. Ich soll 4 Leute in die Traumwelt ziehen. Das könnte relativ schwer werden, was? Wir haben die aufgezählte Hoffnung dabei. Wir haben Franklins dabei. Außerdem habe ich noch Vergissmeinnicht und den Blutwächter. Und ich habe die beiden Klötze drauf, den Setklotz und den, wie heißt denn der andere eigentlich? Diesen grün. Da ist schon mal jemand. So. Na, wollte schon sagen. Will mich doch wohl nicht veräppeln hier, ne? Der gute alte Bill. Ich werde ihn jetzt einfach mal jagen. Je schneller wir Leute an den Haken bekommen, desto schneller können wir auch, wenn wir Glück haben, unsere aufgezehrte Hoffnung ein bisschen aufladen. Mal jemand. Wir müssen erstmal schauen überhaupt. Den kriegen wir, oder? Jo. Ach, hier ist noch nicht mal eine Palette. Ja, dann kriegen wir ihn locker. Ich habe übrigens Franklin dabei, weil 3 Leute ein Item dabei haben. Da dachte ich mir so, ja komm, dann nehme ich Franklins mit. Oh nein, ey, das Totem ist ja relativ obvious. Also, sobald irgendwann jemand mal hier drin juken will, GG, bye bye Totem. Das ist doof. Also ich glaube, die aufgezählte Hoffnung werden wir nicht wirklich durchgepusht bekommen. Naja, doch, da wurde schon mal direkt gerettet, okay. Gehen wir mal eben schnell zurück. Können wir die Leute noch in die Traumwelt holen? Ja, können wir. Sind noch hier direkt. Geil. So, das ist der erste Hit für dich, mein Freund. Ich könnte den einen jetzt da wegtunneln, aber ihr kennt mich. Ich weiß auch nicht. Bin ich immer zu nett für. Ah, Quentin, du kleiner Sausack. Komm her. Und der eine. Ja, er geht direkt ans Totem, natürlich. Ach, Mann, ey. Ja, gut, das war's mit der aufgezählten Hoffnung. Und das ist die Quittung dafür, dass ich ihn nicht weggetunnelt habe, übrigens, ja. Hätte ich ihn einfach weggetunnelt, dann wäre das jetzt gar nicht mehr passiert. Dann hätte er das da gar nicht mehr zerstören können. Er ist natürlich in der Traumwelt, aber ich glaube, das reicht. Yes, es reicht nicht. Okay, sehr schön. So, komm du mal mit. Das würde ja bedeuten. Ich hänge ihn mal hier ganz hinten hin. Das würde ja bedeuten, wenn sie den retten, dann kann ich one-shotten, ne? So, der zweite Gen ist durch. Es geht natürlich schnell, ne? Ohne Ruin oder sonstigen Sachen, die irgendwie die Generatorengeschwindigkeit. Da war jemand. Verlangsamen. Er hat auch bestimmt einen Sprintboost, oder? Ja. So, ich warte kurz, dass der andere da gerettet wird. Genau, und jetzt habe ich nämlich die aufgezählte Hoffnung schon mal am Start. Zumindest für ein paar Sekunden sollte das klar gehen. So, Bill, du alter Mann. So, weißt du was? Du stirbst jetzt, weil du weißt, wo mein Totem ist. Der andere weiß es auch. Oder? Ich glaube schon, dass er es mitbekommen hat. So, komm du mal mit. Kommt jemand um ihn? Ne, er disconnected. Okay. So, 2 Leute sind noch in der Traumwelt. Der da hinten wird gerade aufgeweckt. Das heißt, die sind da alle. Ah, okay. Ne, der wird nicht aufgeweckt. Was macht der denn da? Warum steht er denn da jetzt einfach? Disconnectest du auch, oder was? Hä, Leute? Muss ich das jetzt verstehen? Ist er gerade hier reingegangen? Ja, nice. Okay, dann, ach, hier ist der Keller gar nicht. Der Keller wäre da drüben gewesen. Ah, aufgezählte Hoffnung wurde weggenommen. So, das Problem ist, wieso ist hier eigentlich kein Haken in der Nähe? Der eine Typ liegt hier noch. Komm mal ran jetzt. Ja, ich denk mal. Ich denk mal. Ah, das. Wie schnell ist die denn wieder hier? So. Oh, sie geht sogar noch retten. Beziehungsweise sie geht in die Nähe. Ah, da rennt sie. Ja, sie kann von mir aus kann sie hier rumrennen, wie sie lustig ist. Dann wird der andere Typ halt gar nicht mehr gerettet. So.
hat's gebracht. Ich gehe zurück, Leute, damit ich gleich sehen kann, wo sie ist. Dort ist sie. Ach, guck mal, da ist ja noch jemand. Gut zu wissen. Dann... Oh, bist du down, wollte ich gerade sagen. Habe ich mich aber zu früh gefreut. Na gut, jetzt kann die andere abhängen. Aber der nächste ist down. Ja, hat abgehangen. So, dann komm du mal mit. Der Typ wird jetzt wahrscheinlich den anderen wecken. Sie sind aber noch am Haken. Okay, das ist gut zu wissen. Dann können wir sie wieder in die Traumwelt holen wahrscheinlich. So, ich muss auch mal meine Obsession so ein bisschen jagen, ne? Damit wir da die Points für kriegen. Na, guck mal. Ja. Das ist der erste Hit. Als ob ich dich da einfach rennen lasse. Da hast du dich aber geschnitten. Ah, sie rennt schon weg, okay. Das Feld, na, wieso muss ich eigentlich immer auf dem Feld spielen, Leute? Immer der Typ, der am blindesten im Feld ist, muss auf dem Feld spielen. Das ist doch scheiße. So, dann haben wir den nächsten wieder. Können wir auch von mir aus immer so machen. Ist gar kein Problem. Okay, du kommst an den Haken. Also Freddy, muss ich sagen, ist überraschend stark gerade. Und das, obwohl die aufgezählte Hoffnung wirklich nur eine Person umgeklatscht hat. Leider. Ich hätte auch lieber gehabt, dass ich mehr Leute erwische damit. So. Wo seid ihr? Survivor. Habe ich hier? Ne, habe ich schon zerstört. Okay. Sind die noch hier? Jo, da rennt er. Der Quentin. Quentin, mein Freund. So, machen wir es schnell. Ich glaube, der ist tot. Weiß nicht genau, warum er sich da jetzt einfach so geopfert hat. Na ja, gut, soll mir recht sein. Und zack. Ja, der ist tot. Okay, hatte ich hier gegen getreten? Ja, ne? Ja, ist sogar noch zurückgesetzt. Okay, zwei Leute noch. Ja, relativ gut funktioniert bisher, ne? Ich meine, klar, sie könnten schon durch die Luke abhauen, aber die Luke ist auch noch nicht gespawnt. Das heißt, der Letzte müsste die Luke auch noch erstmal finden. Hier scheint niemand zu sein. Erstmal den Gen zurücksetzen, was man hat, hat man. Die anderen haben sich hochgeheilt. Ja, und ich habe wieder eigentlich, also die aufgezählte Hoffnung war relativ kurz nur aktiv, aber wenn ihr mal schaut, vergiss mal nicht, hat übrigens noch gar keinen Stack. Und der Blutwächter sind beides jetzt Perks, die wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt hier noch großartig schaffen werden, alle Gens fertig zu machen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Hier wird nicht gearbeitet. Ach, wo sind denn die Survivor schon wieder? Jetzt sag mir bitte nicht, dass das wieder so eine Gammeltruppe ist wie gestern, die jetzt einfach irgendwo rumbummelt und nichts mehr macht. Habe ich den da hinten in der Ecke angeschaut? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir da nochmal hin. Hier wird aber auch nicht gearbeitet. Okay, dann sind sie wahrscheinlich hinten an... Wie soll es auch anders sein? Hinten an der Scheune. Oder aber sie sind dort. Okay. Ich hätte gedacht, sie sind an der Scheune, weil sie an der Scheune natürlich auch safe sind. Das ist dann immer eigentlich ganz schön. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich ihm da noch den Hit geben kann. Ich gehe mal hinterher. Wow. Hätte er doch noch ruhig weiterrennen können eigentlich. Okay. Ich würde sagen, wir hängen ihn auf. Ich glaube, die Person ist dann tot. Dann würde ich sagen, falls die andere dann entkommt, hat sie es auch verdient. Muss man ja mal einfach so sagen. Weil ich habe sie bisher nicht einmal irgendwie erwischt. Oh, wow. Was war das denn jetzt? Also das war freundlich. Okay, so darauf können wir uns schon mal einigen. Aber das war doch irgendwie gerade mega der Fail. Aber siehst du, ich hatte sogar recht, dass jemand bestimmt in der Hütte da ist. In der Safe-Hütte. Jetzt sehe ich den natürlich nicht, wie er weggeht. Der Nebel, ey. Der Nebel ist Freddys schlimmster Feind teilweise mit, muss ich ja sagen. Hier sind keine Spuren vom Rennen.
Könnte natürlich auch sein, dass die Person jetzt hier irgendwie in so einen Schrank reingegangen ist oder so und sich dort einfach nur versteckt hält. Aber ich kann durch den Nebel halt nicht sehen, ob die irgendwie schon weggegangen ist. So, die wäre hier rausgesprungen, glaube ich, wenn sie da drin wäre. Lass uns noch einmal kurz hier schauen. Ah, die Krähen, ups, das war jetzt irgendwie ein Lag. Nee. Ich glaube, die finde ich hier nicht mehr. Also, wie gesagt, wenn die jetzt wirklich es schafft, rauszukommen. Ich glaube, ist das die Person, die die Taschenlampe hat? Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, das war Mrs. Hizzle, ne? Ich würde ja zumindest gerne nochmal die Taschenlampe aus den Fingern schlagen. So, wir können den Jen hier nochmal zurücksetzen. Und wie gesagt, ich habe halt als Freddy, habe ich halt auch keine Chance, sie irgendwie daran zu hindern, durch die Luke zu gehen. Ich muss sie erst in die Traumwelt ziehen. Und in der Zeit kann sie schon lange reinspringen. Bringt also auch nichts, an der Luke zu warten oder so. Okay, hier könnten wir nochmal eben das Ding zerstören. Ach guck mal, ein Medikit hat derjenige hier gedroppt. Ja, ich meine, Barbecue hätte uns natürlich nochmal ordentlich Punkte gegeben, aber ich denke mir immer so als Freddy, okay, ich nehme mal lieber den Blutwächter und vergiss mal nicht mit. Aber schon wieder, ach, hier ist die Luke sogar. Ja, Leute, dann müssen wir jetzt Glück haben, dass wir sie sehen. Aber ich finde, die Sicht ist halt wirklich nicht gut. Dachte gerade, ich hätte was gehört. Ah, okay, hinter mir war sie. Vielleicht habe ich sie dann wirklich gehört. Ich dachte gerade, dass ich was gehört hätte. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Blutpunkte ich habe, deswegen hole ich mir das mal noch nicht. GG. Und 946.000. Ja gut, da kann ich mir das die Daily noch holen. Oder ich spare sie mir halt auf. Ist ja egal. Ich glaube, ich spare sie mir noch auf. Dann können wir die morgen wahrscheinlich ausgeben. Heute Abend ist ja wieder Stream, also schillernd und dreimal Gold. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das heißt, morgen werde ich, denke ich mal, die 1 Million Blutpunkte wieder haben. Ah, 11 Punkte fehlen mir noch. Und ich wollte euch ja eigentlich in der Survivor-Runde vorhin noch die neuen Ace-Outfits zeigen. Das habe ich versäumt. Deswegen mache ich das jetzt mal eben hier. Bei den Charakteren die drei neuen Ace-Outfits. Zum einen dieses hier. Das ist das erste neue Ace-Outfit, was gestern rauskam. Kann man sich auch wieder für Splitter holen. Also für ne, die schillernden Scherben hier. 21.600. Dann haben wir noch das hier. Kann man sich ebenfalls auch mit den schillernden Scherben holen. Und nur das hier kann man sich quasi exklusiv mit diesen Aura-Zellen gönnen. Also mit der Echtgeldwährung. Das ist also Echtgeldwährung exklusiv. Hier, guck mal, auf den Schlappen sogar so AV, Ace Visconti, Entschuldigung. Und ich muss ja sagen, das hier, den Kopf finde ich eigentlich ganz lustig. Wenn man sieht, so ich habe Ace jetzt ja immer so gespielt, aber wenn du ihm zum Beispiel diesen Kopf gibst, irgendwie, es hat schon so ein bisschen was, finde ich, ne? Ich weiß nicht, so mit Brille geht so, mit diesen so zurückgegelten Haaren, also, ja, keine Ahnung, also, es hat schon was. Naja gut, Leute, das soll es dann gewesen sein, eine Freddy-Runde mal wieder am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich immer freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.